meine Zeit, ich hab den Wecker gestellt. Aufgewacht, laut gedacht, der glücklichste Rapper der Welt. Alle prahlen die ganze Zeit und sagen, sie hätten viel Geld. Aber Chef, Geld ist der glücklichste Rapper der Welt. So, schön, dass du da bist, du hast es nach Köln geschafft. Schön, dass ich da sein darf, danke für die Einladung. Sehr gerne. Man sieht und hört gerade Chefcat in aller Munde, hat man das Gefühl, wenn man so ein bisschen die Zeitung durchblättert, bei der Zeit, bei der Taz. Ist das gerade so die Welle des Erfolgs, auf der du reitest? Ich weiß es nicht, also es ist zum ersten Mal so und ich habe sie so selber noch nicht in der Hand gehabt. Ich sehe nur irgendwie die Twitter-Beiträge und retweete die und favorisiere sie, aber mehr mache ich da jetzt auch nicht. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall gut, dass ein paar Leute außerhalb des Hip-Hop-Mikrokosmos mich mitbekommen, ja. Das ist jetzt nicht unbedingt nur Rap-Musik, das ist ja so eine Mischung, kann man sagen. Und das Interessante ist, das ist nicht die einzige Musik, die du machst. Also ich habe so ein bisschen die Kritik, die ich gelesen habe, vielleicht der einzige Kritikpunkt, dass man zu wenig dein Gesangstalent auf dem neuen Album durchhört. Ja, es wundert mich eher. Also diesmal habe ich zum Beispiel der erste Song, der fürs Album entstanden ist, ich war so bei meinen Eltern und dann bin ich aus dem Flugzeug ausgestiegen in Tegel, bin direkt ins Studio gefahren und habe dann dort den Song Fliegen aufgenommen. Und das beginnt halt eigentlich nur mit Gesangslines und später kam dann der Rap hinzu. Und also ich kann das auch nicht kontrollieren, ob ich jetzt etwas singe oder rap. Es halt, kommt halt, wie es kommt. Dass du Musiker bist, durch die Bank weg, können wir uns jetzt auch mal selber zu Gemüte führen. Du hast deine Gitarre mitgebracht und spielst jetzt ein kleines Lied für uns. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, die Nacht ist da, dass was geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da, es muss hinaus auf hohe See. Berauscht euch, Freunde, trinkt und liebt und lacht und lebt den schönsten Augenblick. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit und Glück. Wenn im Glase perlt der Sekt unter roten Ampeln und die Mädchen süß erschreckt auf dem Schoß und strampeln, küssen wir die Prüderie von roten Mündern. Amnestie, Amnestie all den braven Sündern. Denn die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, die Nacht ist da, dass was geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da, es muss hinaus auf hohe See. So, das war eine kleine, kurze musikalische Gitarreneinlage. Das Lied, sagtest du, kommt aus den 30ern? Ja, ich hatte ja mal so ein YouTube-Video entdeckt und das war total verrückt. Ich weiß nicht mal mehr, von wem das war, aber ich habe dann später, als ich nach den Lyrics gesucht habe, habe ich gesehen, dass auch Hildegard Knef das mal gecovert haben muss, scheinbar. Ich habe es auch nicht gehört, aber das, was ich auf diesem YouTube-Video gesehen habe, war dann so: Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, die Nacht, weißt du so, das war eher so krass nach vorne und es war auch geil. Und dann habe ich gesagt, ich muss sie so ein bisschen chefkettisieren. Chefkettisieren. Und so war das halt jetzt gerade. Ja, schöner Begriff auf jeden Fall, chefkettisieren. Chefkett als Person. Dein richtiger Name ist ja auch Chefkett. Du bist geboren in Heidenheim? Heidenheim an der Brenz. Heidenheim an der Brenz. Immer in der Schule, außer montags und freitags. Danke für das Attest, Dr. Kopp, das macht es leichter. Schwänzen ist nicht einfach. Kleinstadt, ich sehe die Lehrer, weil sie hupen, während sie an mir vorbeifahren. Wenn man so ein bisschen in deiner Vergangenheit rumliest, dann sieht man, dass dein Vater sich wohl ziemlich für deine Bildung eingesetzt hat und dass das für dich auch ziemlich wichtig war. Was ist damals passiert? Also es war halt so, dass viele aus meiner Klasse einen guten Durchschnitt hatten, aber dann nicht aufs Gymnasium gekommen sind, weil die Lehrer immer vorgeschlagen haben, dass meine Klassenkameraden eher auf die Hauptschule gehen, weil sie vielleicht das Gymnasium nicht schaffen würden und das nicht so gut ist für ihre Psyche oder irgendwas, so Selbstbewusstsein und so. Und mein Vater hat halt mit dem Oberschulamt gedroht, hat gesagt, ja, der Durchschnitt reicht vollkommen aus, warum nicht, warum hat mein Sohn keine Empfehlung und so weiter und so fort. Und das war halt, ja, das Glück, dass ich dann da hingehen konnte, weil der Weg sich dann auch natürlich dementsprechend ändert. Ja,
Aber kannst du ja ganz glücklich schätzen, dass du es dann im Endeffekt nach Berlin zumindest geschafft hast und dich dort so ein bisschen in der Underground-Szene platziert hast. Wie sah das genau aus? Also man hat so ein bisschen von Rap-Battles gehört. War das dein Ding? Also man kommt erstmal in so eine Stadt und man weiß überhaupt gar nicht, wo man hin soll. Man sieht so, man denkt so, okay, ich bin hier wegen Hip-Hop, aber wo ist das überhaupt irgendwie? Und da siehst du halt ein paar Graffitis an der Wand und so. Und denkst, okay. Und dann habe ich halt so gegoogelt, so Hip-Hop-Partys gegoogelt und bin dann dahin, habe ein paar Leute getroffen, bis ich irgendwann diese Freestyle-Sessions entdeckt habe, damals in der Bar 11 in der Wiener Straße in Berlin und Lauschangriff und andere Freestyle-Battles, wo du dann irgendwie plötzlich dich mit Leuten austauschen konntest und ganz viel gejammt hast, auch mit Bands und so weiter und so fort. Und so war das, wurde das halt immer größer und ich habe dann auch bei verschiedenen offiziellen Battles dann auch mitgemacht und da gewonnen. Und ja, dann Fritz nach der Talente mitgemacht, zum Beispiel in Berlin ist es auch dann sehr, sehr, sehr gut gewesen, dass ich da gewonnen habe. Und da lief dann zum ersten Mal dann mein Song mal im Radio, als ich dann abgewaschen habe und dachte so, wow, das ist mein Song. Weißt du, hab gleich jeden angerufen und so. Und ja, war auf jeden Fall schon so ein, am Anfang war das ziemlich schwer. Du sagst, du bist jetzt das erste Mal auf großer Tour, aber du warst ja eigentlich schon mit anderen Größen, vor allem Stichwort Materia. Wie wichtig war Materia für dich, für deinen Erfolg? Sehr wichtig auf jeden Fall. Also 2009 bei meiner Release-Party war er dabei und wir saßen in der Ecke und haben getrunken und er meinte, hey, willst du nicht auf meine Tour mitkommen? Und später war es dann so, dass Jascha nicht konnte, bei Verstrahlt nicht mitsingen konnte, weil er sein eigenes Album macht und hatte gefragt, hey, hast du Bock, irgendwie das ihn zu ersetzen? Habe ich gesagt, ja klar, kann ich machen. Habe ich dann gemacht und er musste sich dann auch immer umziehen während der Show für Masimoto und hat gefragt, ob ich da zwei Songs spielen könnte in seinem Set und das war für mich natürlich klar, so mache ich gerne. Außerhalb der Musik ist es natürlich auch ein Freund oder mehr sogar ein Bruder für mich. Ja. Und das ist auf jeden Fall schon so eine große Familie geworden, definitiv. Ich bedanke mich für das echt interessante Gespräch. Ich hoffe, ihr da draußen hattet einen guten Eindruck von diesem jungen Herrn hier. Und jetzt schauen wir uns noch seine neueste Single an, und zwar Rap and Soul, das Video zu dem Album. Gerne. Spür mein Herz, das in mir dauernd pocht. Wie lange dauert's noch? Jetzt bin ich oben, dünne Luft, wenigstens Sauerstoff. Ich bin Rap, ich bin Soul, du bist High, denn ich bin Dope. Alle schreien gleich los, weil keine Life-Sky float. Ich bin der Skillionär, Jay Binnico, du Mann, was willst du mehr? Weder Prinz noch King, einfach nur der Chef, yo, meine Zeit voraus, sie rennen hinterher. Ich bin fresh, wie die ersten Worte Adams, du bist falsch. Wie mit nem Gerstenkorn beim Zahnarzt, ich relax in Guatemala. Entferne mich von Stress und Drama, besseres Karma. Ja, Mann, nicht käuflich, weil unbezahlbar, einfach Chef. Und es fließt und fließt und fließt. Hör zu, wie ich das mache, mein Verstand ist eine Waffe. Und ich schieß und schieß und schieß. Alles geht, alles gut, ich bin Chef. Wer bist du? Hol dir auch, was du brauchst. Oder schau mir dabei zu. Ich bin Rap, ich bin Soul, ich bin Jazz, Rock'n'Roll. Ich bin cool, easy, fresh. Du bist hard, denn ich bin dope. Ich bin Rap, ich bin Soul. Du bist hard, denn ich bin dope. Alle schreien gleich los, weil keine Life Sky Fold. Ich bin Rap, ich bin Soul, ich bin Jazz, Rock'n'Roll. Ich bin cool, easy, Chef, du bist hard, denn ich bin dope. Ich bin Rap, ich bin Soul. Du bist hard, denn ich bin dope. Ich bin Rap, ich bin Soul. Ich bin Rap, ich bin Soul. Eric Burden, Otis Redding, Aaron Neville, Bill with a Zell Green. Nas, Trapcore, Quest, Most Def, Black Sheep. Du Bootseller, Soul, Ice-T. Bis zum Anschlag, die beste Musik für gestresste Nachbarn. Musik, die mir Kraft gab, die ich gemacht hab. Passt auf kein Blatt, neuer Anfang. Glücklich der Rapper der Welt mit nem Lachkram. Was geht ab, Mann? Ich lebe im Jetzt. Liebe diesen Scheiß, wenn ich bitte verreck, lebe ich in Tracks weiter wie jeder der Rap. Der Körper unter der Erde, doch die Seele im Text. So Musik, vielleicht nicht so beliebt, doch ich muss keine Million verdienen, denn ich merke, die Kohle fließt bei mir auch ohne Deal. Seh die Dinge positiv, dann werde ich meinem Image gerecht. Stimme perfekt, sing und rap, kille direkt. Chef Cat, schon immer der Chef 1A. Bekomm meinen Grinsen nicht mehr weg. Warum lacht eigentlich immer der Gewinner zuletzt? Ganz klar, gib mir ein Beat und nur Mic und du weißt, warum Mama mich mit niemand vergleicht, denn ich zeig dir, was Live-MC sein für mich heißt. Stimmt, läuft wie von allein, denn ich bin Rap, ich bin Soul, ich bin Jazz, Rock'n'Roll. Ich bin cool, easy, du bist hard, denn ich bin dope. Ich bin Rap, ich bin Soul, du bist hard, denn ich bin dope. Alle schreien gleich los, weil keine Life Sky float. Ich bin Rap,
Ich bin Soul, ich bin Jazz, Rock'n'Roll. Ich bin cool, easy Chef. Du bist hard, denn ich bin dope. Ich bin Rap, ich bin Soul. Du bist hard, denn ich bin dope. Ich bin Rap, ich bin Soul. Ich bin cool, easy chef, du bist hard und ich bin dope.